gern früher frühstücken manchmal, aber ja, so früh wie es geht. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. Heute ist, würde ich sagen, so ein normaler Trainingstag mit eigentlich allen drei Disziplinen, aber bei mir statt Laufen Crosstrainer. Also es fängt an mit Schwimmtraining. Dann fahren wir 2,5 Stunden Rad und gehen. Und ich gehe dann auf 45 Minuten auf den Crosstrainer. Es ist schon immer so ungefähr das Gleiche. Und ja, das, was mir schmeckt und was ja jetzt nicht zu schwer im Magen liegt. Ja. Ich mache mir da jetzt nicht so die genauen Gedanken drum, das sind jetzt Kohlenhydrate und das brauche ich, aber ich habe das Gefühl, damit komme ich gut durchs Schwimmtraining und ja, in dem Fall stehen Kohlenhydrate im Vordergrund. Viel so Brot, Brötchen, Haferflocken. Dass keine Marke Werbung mit den Olympischen Spielen, also mit den Ringen, mit dem Logo, mit dem Namen Olympia. Also die dürfen meistens beim Frühstück. Keine Ahnung, muss jetzt nicht unbedingt was fürs Training besprochen werden. Wenn es mal eine Frage gibt, kann ich die natürlich auch beim Frühstück klären, aber eigentlich spreche ich über das, was gerade so mir in den Kopf kommt, sage ich mal. Also in Rio haben sie auch so, auf den Oakley steht doch manchmal Oakley so auf dem Glas. Da haben die ein kleines Tape genommen, das abgeklebt. Die fährt nach Paris 2024. Das dürfen sie dann sagen. Weiß ich nicht genau, ob zu Paris 2024, aber so nach Paris oder so. Quasi zweimal, 10x50, reden wir gleich nochmal drüber, 300, ein bisschen Kraftorientierung, Kraul, Arme, Fingerpedals und 100 Lagen. Und dann das Ganze von vorne, die 10x50. Laura, bist du der DJ? ja, scheinbar. Ja, es war keine große Konkurrenz, keiner hat sich so richtig angeboten, von daher habe ich es einfach übernommen. Aber zu Hause hören wir eigentlich auch oft beim Schwimmen Musik und ja, macht die Stimmung dann immer ein bisschen besser irgendwie. Ich hab's letztes Mal kritisiert, heute kriegst du Aber halbe Sekunde ungefähr weniger. Ja, geschafft. Die erste Einheit.
war schon mal ganz schön hart, aber ja, ich bin dann auch immer froh, wenn ich es ganz gut geschafft habe. Ja, jetzt geht es in, ich sag mal so, circa 2 Stunden 15 weiter mit dem Radfahren. 2,5 Stunden und in der Zeit dazwischen gehe ich ganz kurz was einkaufen für das Mittagessen nach dem Radfahren und für den Snack jetzt zwischendurch. Und ja, sonst so viel wie möglich entspannen und vorbereiten aufs Rad. Ich war schon echt häufig hier, weil ich schon, als ich mit dem Schwimmen angefangen habe, also so, keine Ahnung, wie alt war ich da, vielleicht 10, 11 Jahre alt, da war ich schon mit dem Schwimmverein hier, genau dem Hotel. Und ich weiß gar nicht, wie viel Mal jetzt zusammenkommen, bestimmt 5, 6 Mal mindestens, ja. Zum Training zu Hause, was sind so die größten Unterschiede? Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich hier nicht um 5 Uhr mit Otti, mit meinem Dackel rausgehen muss. Muss. Oder, naja, kann. Also ich vermisse ihn natürlich auch im Trainingslager. Aber klar, es sind, also ich kann mich dann einfach noch mal ein bisschen mehr aufs Training fokussieren und das Training noch mehr in den Mittelpunkt rücken und so Sachen wie Einkaufen, also so größere Einkäufe, nicht so was Schnelles wie jetzt eben, sondern so größere Einkäufe fallen weg. Oder, keine Ahnung, Wäsche waschen und das alles, das macht man ja hier dann eher weniger oder man packt die dreckigen Sachen ein und wäscht sie zu Hause. Ja, so Sachen fallen weg. Der Alltag ist einfach ein bisschen anders, ein bisschen fokussierter aufs Training. Ja, vor allem jetzt im Winter. Ist schon dann echt gut, mal wieder in der Sonne zu sein, auf jeden Fall. Ja, gut. Ja, genau. Und ihr seid ein eingespieltes Team. Ja, ja, würde ich schon sagen. Ja, nee. Es ist eigentlich echt immer ganz cool, weil wir uns so auch voll gut verstehen und ja, dann eigentlich das Training fast so Nebensache wird. Ja, ja, weil wir auch zu Hause halt so eigentlich zusammen wohnen mittlerweile. Ja. Also ich glaube, ich war letztes Jahr vielleicht 8 Wochen in Potsdam. Man ist auf jeden Fall mehr weg als zu Hause, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber so richtig an den Tagen gezählt habe ich es noch nie. Das ist, glaube ich, auch nicht so motivierend, wenn man dann erstmal zählt, wie oft man eigentlich weg ist. Aber ja, man ist schon sehr viel unterwegs, auf jeden Fall. Jetzt so im Sommer in Livigno. Winter ist auch schön da, aber Sommer ist nochmal irgendwie cooler. Wintersport ist nicht so unser. Aber ja, im Sommer in Livigno, das ist schon, also das, obwohl wir jetzt gar nicht so, also gut, ich war schon sehr oft in Livigno, aber du warst ja auch gar nicht so oft da, aber trotzdem. Ja, ich war diesen Sommer zum ersten Mal und ja, ich finde es wirklich so. Das ist wie so ein zweites Zuhause irgendwie, weil da ist es so. Man ist so zwar auch mit anderen Sportlern, weil da viele Radsportler zum Beispiel auch sind und Schwimmer und man merkt schon, okay, das ist irgendwie so ein Ort, wo sich viele Sportler treffen, aber man hat auch so, ja, so die Freizeit auch. Man kann Kaffee trinken gehen, man kann da shoppen gehen gut und keine Ahnung, ja, da sind halt viele Touristen auch, also, aber irgendwie, das hat so das Beste von beiden gefühlt, ja. Ja, mein Dackel oder meine Dackel, ich habe 2, Otti und Monty. Die vermisse ich, glaube ich, am meisten im Trainingslager. Ja. Ja, manchmal, ich meine, wir reisen so viel, man fühlt sich dann auch nicht so, naja, zu Hause fühlt man sich dann schon einfach am wohlsten so. Also, und dann
Naja, also schon mal ganz cool, auch hier mit der Nationalmannschaft und so. Aber manchmal ist dann auch, wenn man dann weiß, man ist dann zu zweit oder so, das ist dann alles geregelt, das ist schon auch mal dann ganz gut. Das ist Fahrer vermutlich. Also das ist eben auf der Straße gleich. So ein halb. Könnt ihr überlegen, ob die Jungs mit euch auf zwei Gruppen fahren? Und die anderen Mädels könnten dann auch alle zusammenfahren. Ja, okay, genau. Ich denke mal, wir fahren vier Jungs, also zweimal vier Jungs und dann noch ein Mädels dazu, oder? Wir sind ja acht Jungs. Ja, die acht. Ich glaube, oder? Eins, zwei, drei. Ja, dann können wir ja auch, dann können wir ja auch zweimal vier Jungs dazu noch. Achso, ja, okay. Das passt ja. Ja, das passt ja, dann könnt ihr auch durchwechseln. Okay. Und wie geht's euch? Ja, gut. Gut, nach der kleinen Pause. Diese Cross-Trainer-Einheit freut man sich halt immer. Ja. Warum Cross-Trainer? Was ist da der Zweck dahinter? Ich denke einfach so ein bisschen als Vorsichtsmaßnahme. Weil also wir haben ja jetzt nichts, also wir könnten jetzt auch laufen, aber einfach quasi um die Belastung so zu steigern, aber halt noch nicht so viel Laufbelastung zu machen. Nach Österreich ziehen, würde ich sagen. Österreich ziehen? Ja, die zahlen richtig wenig Steuern. Ah, echt? Irgendwie gibt es da so einen Profi-Sportler. Ja. Sonderklausel. Die zahlen nur auf ein Drittel ihres Einkommens Steuern. Das ist gut. Ja, sehr schön. Ich hatte da mal einen Wettkampf. Schon was gemacht bei dir? Nee. Legen wir los? Ja, wir legen los. Okay. Ist das 102? Oh, das habe ich auch. Ja, toll. Ich bin doch verarscht. Wieso, was hast du denn bei dem Dauer? Es regt mich richtig auf, dass es so nach oben geht. Ja. Echt komisch. Aber man muss die Ferse überhaupt nicht ab. Nee. Das stimmt. Immer noch da. Ich habe es nicht bewegt. Nur ein bisschen mehr nass. Dass er dran kann. Ist das falsch? Nee, nein. Das ist dünn. Nee, das ist falsch. Geht es eigentlich, wenn ihr da bei den Männern nicht fährt? Ja. Das war eigentlich optimal. Also meine Spanne ist, glaube ich. Wahrscheinlich, weil ihr halt also auf jeden den Schatten mitrollt. Ja. Und genau. So halt einfach nicht so schwer seid. Ja, scheinbar. Also es war jetzt auch nicht. Es war gut. Also eigentlich ungefähr, wie wenn wir zu zweit fahren, nur wenn wir halt schneller unterwegs sind. Ja. So, also. Mehr Kilometer. Ja. Genau. Und dann ist halt ganz gut, dass man sich dann auch ein bisschen mehr konzentrieren muss, finde ich. Wegen so Hinterrad, keine Ahnung. Hat man halt eine größere Gruppe, was auch immer lustig ist. Ja. Ich würde sagen, das Schönste war das Radfahren. Das hat am meisten Spaß gemacht. Danach das Schwimmen. Das war mal was Schnelles.
und ja, als letztes der Crosstrainer. Aber es war auch okay. Also, wer cool, hat die Einheit auf dem Crosstrainer zusammen mit Laura am meisten Spaß? Am meisten, vom ganzen Tag? Ja, vom ganzen Tag. Okay, ja. Aber ich wollte noch dazu sagen, es hat mir mehr Spaß gemacht, jetzt auf dem Crosstrainer mit Lasse zusammen. Mehr als alleine. Klar. Also Lasse kann sie gut, ich nicht so, aber... Diese Komische Schaltung. Stimmung ist gut im Team. Wir verstehen uns eigentlich alle echt gut. Es ist entspannt. Kommt so ein bisschen drauf an, auf die Leute, die dabei sind und wie die Stimmung halt dann so ist. Aber ich finde, es kann auch vor Wettkämpfen entspannt sein. Und ja gut, jetzt wenn man es vergleicht vielleicht mit vom Test-Event, war es vielleicht dann doch am angespanntesten, aber ich fand selbst da war es okay, ja. Was ja, das du? Team ist ja auch deutlich größer hier, ne? Also das ist, denke ich, so der größte Unterschied. Ich will dann mal Wettkämpfen, die maximal 10 Leute sind, die sind ja knapp 20. ja. Stimmt, ja. Das ist ein Unterschied, ja. Stimme ich zu. Ja, ja, ja. Nee, aber ja, ich denke auch, das kommt einfach auf den Wettkampf drauf an. Also ich fand auch in Paris konnte man schon eine gewisse Spannung merken. Da ist es hier jetzt gerade schon deutlich lockerer. Aber es gibt auch Wettkämpfe, wo wir eigentlich sehr entspannt sind. Ja, ja. So. Also Bermuda zum Beispiel, wenn ich daran denke, da warst du gar nicht dabei, ne? Doch? Doch, da warst du dabei. Ja, an den Tim denke ich immer, dass er dabei war. Nee, du warst dabei. Da fand ich, war die Stimmung echt cool, so unter uns Athleten. Ja. Also, ich meine, das macht dann vielleicht auch die Insel aus dort, aber ja. Trinkst du hier so einen gesunden Pilztrink? Ja, vorhin gibt es ja schon ein Video von mir, wie ich den Kakao trinke. Also, warum, was gibt es bei dir? Kakao? Eine Schokomilch. Ein Bitburger 0,0 alkoholfrei. Was ist da jetzt noch die Abendplanung, außer Essen? Vor allem Essen. Aber sonst, ja, duschen. Müssen wir natürlich noch. Und dann eigentlich nur Entspannung. Ein bisschen, weiß ich nicht, durch Instagram scrollen. Wenn man mal ehrlich ist. Ja. Die Trainingsdokumentation führen. Einen Kommentar zur Einheit schreiben. Und sagen, wie sie war. Und ich mache in letzter Zeit ein paar Sudokus. Vielleicht mache ich noch mal ein Sudoku heute Abend. Ich rechne mir jetzt nicht aus, wie viel es unbedingt sein muss und wann ich unbedingt ins Bett muss. Aber ich versuche schon ausreichend viel zu schlafen. Also ich merke es ja dann morgens, wenn ich komplett gerädert bin und müde bin, dann macht der Tag auch nicht so viel Spaß. Und ja, ich versuche halt so um die 8 Stunden Schlaf schon zu bekommen, ja. Also Trainingslager ist ja auch ein bisschen einfacher. Ja. Ne? Da hat man weniger zu tun, kommt ein bisschen früher ins Bett. Und durch die kurzen Wege kann man auch ein bisschen mehr schlafen. Ja. Schmeckt es? Ja. Schmeckt, also ich hatte heute Mittag eins zwar normal, ohne was. Das ist jetzt Maracuja und Lemon. Was ist das denn sowas, die haben, ne? Voll viel. Also die haben da unglaublich viele Sorten. Das ist voll das Ding hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob es nur ein Ding von diesem Sort hier ist. Wahrscheinlich halt die ganzen Leute gestern in der Farbe. Oder? Ja. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Wie bezahlt der Mann in der Rezeption? Da bin ich schon weg. Ja. Ja, 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 ja